Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Diese Tage dreht sich alles um die Europameisterschaft Fußball. Aber es gibt noch andere Events, denn ich bin hier eingeladen für ein Special Preview auf die neue Store-Eröffnung von Udo Walz. Lange war darüber getuschelt worden. Udo Walz gibt alle seine Läden auf. Etwas Neues entsteht. Doch was, wann und vor allen Dingen wo? Jetzt ist das Geheimnis gelüftet und niemand Geringeres als der Meister selbst und sein Mann zeigten am Donnerstag allen neugierigen Journalisten das Nonplusultra in Sachen Udo Walz Haircare. Der Meister wird ab nächster Woche in einem völlig neuen Salon gleich am Kudamm seine Kunden verwöhnen. Carsten Tam Walz, Udos Ehemann, ist auch Geschäftsführer des Ladens, den er uns gleich selbst kurz mal zeigt. Mit dem Blick auf den Kurfürstendamm und auf die Terrasse, unserem neuen zukünftigen Büro, können die Kunden hier sitzen und nach draußen schauen. Und ich würde sagen, wir sind fertig, wir warten auf euch und heißen euch herzlich willkommen im neuen Salon von Udo Walz. Back to Basic lautet das Motto des neuen Salons, der sich ästhetisch sehr zurückhaltend, aber super modern und sehr stylisch präsentiert. Udo träumt übrigens schon lange von dieser Location. Diese Location wollte ich vor 40 Jahren, habe ich geträumt, darüber hier einen Salon zu machen. Und irgendwann rief mich jemand an und sagte, hast du Lust? Ich sage, ich habe Lust. Und viele Leute sagen immer, dass du mit deinem Alter dir das noch antust. Ich sage, na, rufen Sie doch mal Lagerfeld an, warum er noch arbeitet. Das hat doch einen Grund, so ist der Grund bei mir auch. Ich bin ein glücklich zufriedener Mensch und freue mich, wenn wir hier aufmachen. Ich mache jetzt hier ein Hauptgeschäft, ein Flexstoreship. Und die anderen Läden gebe ich dann so nach und nach auf. Und die ganzen Mitarbeiter, wie viele hast du davon, werden dann hier sein? Hier sind, glaube ich, 30 oder 40. Wow. Ja, aber man darf auch nicht, die Auflage ist, wenn man zu viele hat, Mitarbeiter darf man nicht einstellen. Das hat mit der Quadratmeterzahl zu tun. Aha. Und sowohl, es gibt Bereiche für auch VIPs, so getrennte Bereiche? Naja, für VIPs gibt es keinen Bereich. Alle, die nicht gesehen werden wollen oder ihre Ruhe haben, die können sich dann zurückziehen. Und im Waschraum haben wir zum Beispiel Stühle, die Massage machen. Also da müssen meine Mitarbeiter fragen, mit Massage beim Waschen, ohne. Also das wird schon sehr luxuriös und das ist mein absoluter Traum. Und dass ich das noch verwirklicht habe, bin ich begeistert. Und hier ist ja ein großes auch Laufpublikum. Die werden alle wahrscheinlich einen Hasch auf Udo Walz werfen. Nein, ich wollen. Hoffe, ne? Doch. Ja, das werden ich hoffe sie. Doch. Und dann kommt jetzt die Schrift drauf, dass alle, die am Kudamm hier vorbeifahren, Udo Walz lesen, dass sie wissen, da ist der Friseur. Der Starfriseur. Und es wird noch ein. Starfriseur nicht. Ich finde Starfriseur eine schreckliche Betitelung, weil die Leute denken, der macht nur Stars. Und jeder, der sich anmeldet, kriegt hier einen Termin. Und falls Sie warten müssen oder sich einfach nur einen Kaffee gönnen möchten, ja. Gibt es ab August? Habe ich einen Kaffee mit Smoothies, mit gesundem Essen. Ja, und da freue ich mich. Meine Mitarbeiter können da Mittag essen. Da freue ich mich sehr. Also ich verwöhne auch meine Mitarbeiter, weil ohne Mitarbeiter geht gar nichts. Ja, und du hast jetzt 200.000 Köpfe frisiert in deinem ganzen Leben? Mehr. Also mittlerweile würde ich schon 350.000 oder 500 sagen. Jetzt kommen hier noch einige mehr und du hast genug Personal und es wird eine ganz tolle Location. Ja, das ist eine tolle Location, wenn der Bauzaun dann weg ist. Und ich freue mich, in 3 Tagen passiert es hier. Wir freuen uns auch. Dankeschön. Ja. Alle freuen sich, die Fotografen sowieso, denn Ursula Carven und Janet Hein erstrahlen neben dem Meister Figaro. Herrlich. Was sagst du vom neuen Store? Ich finde ihn phänomenal. Also das Tolle ist, es hat eine unglaubliche Klarheit und trotzdem durch das Kupfer eine Wärme und hat einfach Udos Herzschlag, obwohl er noch gar nicht hier angefangen hat zu arbeiten. Also ich bin begeistert, obwohl ich selber eigentlich so meine Einrichtung ist so aus historischen Bauelementen. Das ist hier in der Nähe von Marwitz, wo wirklich
Stoffe, also Baustoffe, von, die längst aus der Zeit gekippt sind, aus ganz anderen Jahrhunderten. Damit fühle ich mich wohl und dachte ich mir, oh Gott, wenn es dann so kühl ist. Aber es hat eine große Wärme und es ist wirklich sehr, sehr angenehm, hier zu sein. Ab August könnt ihr dann jetzt auch Kaffee trinken gemeinsam. Genau, also ich habe nur Fotos gesehen, also Entwürfe, wie das Kaffee werden soll. Und es ist natürlich eine unglaublich schöne Kombination, dass man hier sitzt und man sich die Haare machen lässt und dann kannst du Essen bestellen und das Kaffee ist da. Und draußen sind dann die Gäste, die hier, wie Sie schon gesagt haben, mitten eigentlich auf dem Kudamm sitzen. Also das finde ich eine unglaublich schönen Traum, den Udo sich da verwirklicht hat. Ja, einer der schönsten Ecken hier in Berlin. Ja, hat er. Dankeschön. Sehr gerne. Eröffnung ist nun definitiv am Dienstag um 10 Uhr. Ohne Shishi, aber dafür mit viel Können und natürlich dem Meister selbst. Udo ohne Kudamm. Das geht sowieso nicht. Ja, das wird ein ganz, ganz toller Laden. Ich gehe jetzt erstmal springen. Ich bin jetzt hier bei Sprungraum. Was ich hier alles so erlebe, seht ihr jetzt! Sprungraum bietet Platz für alle Sprungaktivitäten. Es ist ein Trampolinpark, der aufs Ganze geht. Mit seinen zahlreichen Flächen bietet er für jeden etwas. Ich habe entschlossen, beim Ausdauertraining Sprungfit mitzumachen. Mit professionellem Coach und bei guter Mucke und Spaß werden ganz sicherlich viele meiner Kalorien verbrannt. Wow, das hat so viel Spaß gemacht, dieses 45-Minuten-Training. So, jetzt ein wenig verschnaufen und mit dem Weltmeister im Parcours 2007 ein kleines Interview führen. So, nach diesem schönen, harten, aber saugeilen Training stehe ich jetzt hier mit Pat Perls. Hallo. Hi Raquel, wie geht's jetzt? Ja gut, danke. Also ich bin ausgepowert. Sag mal, was du bist. Du bist Akrobatik, irgendwas Weltmeister? Sag mal. Also ich bin eigentlich mein ganzes Leben im Bereich Sport erstmal unterwegs. Also ich liebe, was ich mache und das mache ich halt mein Leben lang. Mhm. Ich bin in vielen Bereichen unterwegs gewesen, aber ein Bereich war sehr lange natürlich Akrobatik und Tricking. Tricking ist Akrobatik und Kampfsport verbunden. In dem Bereich bin ich sehr lange um die Welt gereist sozusagen mit Shows und habe Shows kreiert oder habe Shows mitgetanzt oder mitgeakrobatet, wie man so sagen kann, oder mitgetrickt. Wow, und dann hier bei Sprungraum habt ihr jetzt dieses neue Gymnastik auf dem Sprungbrett, auf dem Trampolin erfunden oder wie? Also der Sprungraum ist nicht nur ein Trampolinpark, er ist mehr eine Erlebniswelt. Dafür haben Helge Stahl und Nadira Stahl gesorgt, dass wir hier halt praktisch nicht nur einen ganz normalen Trampolinpark haben, sondern ein schönes Ambiente haben, was so ein bisschen abendlich, stimmend, also disco-mäßig gehalten ist, dass man sich einfach wohler fühlt, dass man, wenn man springt, sich nicht so beobachtet fühlt und einfach macht, worauf man Lust hat halt, ne? Ja, und es war ganz tolle Mucke, wie du schon sagtest, die Atmosphäre ist gigantisch und ja, du wirst mir gleich ein paar Tricks zeigen, ne? Was wirst du mir zeigen? Also ich kann dir diverse Tricks zeigen, von den einfachen bis zur Schraube. Aber ich denke, möchte ein Salto. Genau, aber wir machen erstmal ein Salto oder vielleicht arbeiten wir ein bisschen an dem Wallwalk. Dazu werden wir dann gleich kommen. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bedanke mich und für die TV Berlin-Zuschauer habe ich auch 2x2 Karten zu gewinnen hier in Sprungraum. Hey, kommt einfach vorbei, eine Stunde Training und es ist sau, sau geil. Dankeschön. Spaß, der Spaß in der Forderung. Spaß mit Sport, kommt vorbei. Man sieht, dass du mal Weltmeister warst. Und nach einigen Tricks hatte ich es auch drauf. Yeah! Da guckst du, wa? Was ich mir so alles traue. Jetzt geht's für mich an die Oberbaumbrücke. Dort treffe ich einen jungen, sympathischen Sänger, Alexander Peppler. Ich stehe jetzt hier bei meiner Inside-Out-Session mit Alexander Peppler. Hallo. Hallo. Hi, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich das schöne Video gesehen habe. We all got what we need. Ja. Wie kam die Idee? Das Video haben wir ganz spontan gemacht. Da habe ich bei einem Open Air gespielt mit einem Elektromusik-Kollektiv. Und dann haben wir ganz spontan gesagt, hier in der Spree machen wir nochmal so eine Session. Well, I found peace in my mind. Hey, you.
Worüber handeln deine Texte? Ankommen, weggehen, neue Kapitel im Leben, Liebe natürlich, Freundschaft und viel Inneres, so was mit einem vorgeht so während dieser ganzen Zeiten. Und gleich wirst du mir eine Open-Air-Session geben. Was werden wir zu hören bekommen? Ich spiele I've Seen the World. Das Lied schon ein bisschen älter, aber das ist das Lied, mit dem ich nach Berlin gekommen bin. Und jetzt bin ich hier und es erinnert mich so ein bisschen daran, wie alles angefangen hat. Ja, und hier ist einiges angefangen an der Oberbaumbrücke. Und wir werden es einfach genießen. Und danke, dass du mit mir ein Interview gemacht hast. Ja, ich danke. Vielen Dank. I've seen the world from down below. Oh, as you turn around to go, and I've seen the world from high above as you came back for some love. And in this time between, I tried to find all my mind, how I stumbled, fell through heaven and hell. But being blind, there's nothing you can find. So how about you now? Did you come here to stay? You wait for someone. But you can already have me today. Don't we all chase after love? But don't let us be like them, always wanting more, so never get enough. Alexander Peppler, du hast mir ein Strahlen auf dem Gesicht gezaubert. Wunderbar. Danke für meine Inside-Out-Session. Vielen Dank. Ich danke. Wie geht's in die Werbung?